Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Der hier hat beim letzten Mal gerufen. Wir sind noch nicht bereit für den Angriff. Edwin ist zu stark und zu gut versorgt. Und sie erwartet Verstärkung. Ich bin bald zurück. Okay, mit hier können wir eh noch nichts. Das heißt, dazu müssen wir das hier erst. Dann gehen wir jetzt dahin, machen das mit ihr. Wo gehen wir jetzt hier hin? Das liegt quasi. Nee, nein, wir gehen jetzt. Wir haben noch zwei Punkte, das habe ich beim letzten Mal auch glatt noch vergessen. Also, aber das hier ist noch mal alles plus, irgendwas ist minus, Gewicht minus. Schleichangriffe besser, Widerstand besser. Dann gehen wir. Halssalbe. Verschieße alle geladenen Pfeile auf einmal, indem du mit ausgerüsteten leichten Bogen R gedrückt hältst und wieder loslässt. Jede Salve verbraucht aus. Okay. Aber das hier, ich glaube, wir machen den einfach mal voll. So, wir gehen jetzt dahin. Los! Auf geht's. Nee, da wollte ich doch hin. Töte die Händler. Vielleicht ergibt sich ja dann dadurch auch das andere, dass das dann. Huch. Na, schauen wir mal. Los, lauf. Philosophische Debatten. Wir könnten die Soldaten mit diesen Ölkrügen überraschen. Ich sehe brennende Männer vor mir. Schreiende Soldaten. Wenn wir das Öl und die Vorräte neben dem Heu an der Straße aufstellen, wird es lichterloh brennen, wenn die Soldaten eintreffen. Warte bei dem Vorsprung und halte Ausschau nach ihnen, ja? Ich werde aufheulen, wenn sie sich nähern. Die Wunden der Toten weinen blutige Tränen. Sollen wir sie verstecken? Frische Leichen könnten Verdacht erregen. So, schmeißen wir die erstmal hier rein. Bringe Ölkrüge auf die Hauptstraße, okay. Was war das? Ja, sie kommen, ja? Jo. Mach dich bereit! Die Soldaten sind nah! Dieser überhängende Ast eignet sich gut für einen ersten Schlag! Scheiße. Sie sind hier. Ja. Das könnte lustig werden. 3, 2, 1.
dir! Angriff! Soldaten Sacklers! Möget ihr in Unwissenheit sterben! Bring sie an! Shit! Hey, 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 hey. Ich hätte mal runterschmeißen können. Das war der letzte. Nun wird Edwin vergebens auf Unterstützung warten. Stimmt etwas nicht? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Ja? In der Abtei behauptete dein Bruder, ein Abkömmling der Götter zu sein. Stimmt das? Ist er ein Nachfahre der Kinder der Archonten? Der Isu? Was? Nichts für ungut, Volker. Doch höchstens die Hälfte von allem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn für mich. Verzeih mir. Ich erwarte oft zu viel von meinen Zuhörern. Die meisten fürchten die Verdammnis. Dabei ist Unwissenheit das größte aller Übel. Unwissenheit worüber? Welch vollkommener Satz. Ich frage etwas einfacher. Könnte dein Bruder von den Göttern abstammen? Oder gar selbst ein Gott sein? Nein. Das frage ich mich manchmal auch. Ich sorge mich um deinen Geist, das ergibt keinen Sinn. Wie sollte das möglich sein? An so etwas glaubst du doch selbst nicht, oder? Kein Abkömmling des selbstgeborenen Lichts, das über alle herrscht. Doch vielleicht der eines geringeren Gottes, der der Versuchung erlag. Sigurd ist nur ein Mensch. Er ist mein Bruder und auch Sohn eines Königs. Er mag ja viel von sich halten, aber er ist kein Gott. Ist es möglich, dass seine königlichen Vorfahren auf einen Gott zurückgehen? Was denkst du? Wir haben keine Zeit für solche Hirngespinste. Ich sollte zu Gedrick zurückkehren, um zu sehen, wie die Vorbereitungen für den Angriff vorangehen. Viel Erfolg, Eivor. Ich bleibe hier und bete für die Seelen der Toten, bevor ich nachkomme. Die hat eine interessante Frisur. Na okay, wir mussten das hier machen. Hätten wir die von hier... Wird noch einfach. Ui! Okay, auch zu Cedric. Ich hänge den Baum. Ja, warte mal. Komm auf dem Weg irgendwo vorbei. Mehr oder weniger. Ich sorge dafür, dass wir irgendwo dran vorbeikommen. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Wenn man den Weg ein bisschen dehnt, passt das schon. Mal gucken, was wir hier haben. Noch. Ich bin zu alt.
Das ist zu schwer. Hi. Brauchst du Hilfe, guter Bauer? Rose? Bist du es? Ja, meine Tochter, mein Kind. Ich kann es kaum glauben. Ne? Du bist etwas verwirrt. Endlich höre ich deine Stimme wieder. Ich habe noch nie mit dir geredet. Rose, treib keine Scherze mit den trüben Augen deines Vaters. Nun gut. Schön, dich wiederzusehen. Wie schön, dass du wieder da bist, Rose. Aber ich bin so müde. So müde. Ich schaffe es nicht, diese Kisten unterzustellen. Ja, Rose, genau da. Du warst immer schon ein kluges Kind. Stell die anderen auch dazu. Aloha. Rose, du bist so groß und stark geworden. Huch. Da ist doch gerade der Hund dazwischen gekommen. Wollte eigentlich die Kiste aufheben. Richtig sein. Warte mal. Ah, da. Das war die letzte. Komm mit, Rose. Wir haben uns seit Jahren nicht unterhalten. Ja, weil... Du bist eine große Hilfe. Reden wir über früher, ja? Die Geschichte, wie ich um deine Mutter warb. Warum nicht? Das kannst du nicht oft genug hören, was? Als junger Mann wurde ich zu einem Landherrn geschickt, um mit dem Vieh zu helfen. Am ersten Tag brachte ich die Kühe vom Feld zurück und sah diese Stallmagd. Ihr Lächeln war wie Sonne in einem Sturm. Ich mochte sie, sie mochte mich. Wir zogen uns in das Lager zurück, um uns besser kennenzulernen. Sollen wir ihn schlafen lassen oder wollen wir uns das anhören? Und dann? Was? Oh, ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, deine Mutter und ich im Lagerraum. Ja, naja. Der Landherr kam herein und erwischte uns beim Spaß. Er wurde rot vor Zorn und erhob seine Axt. Ich trug nichts als ein Lächeln. Aber deine Mutter war gewitzt. Warum, mein Herr, sagte sie, dieser Junge kann mehr Milch melken, als du je brauchen wirst. Nun, der Landherr liebte seine Milch und sagte, bringt mir die Milch und vielleicht lasse ich Gnade walten. Wir eilten in den Kuhstall, wir molken die Kühe in Windeseile und kamen mit zwei Eimern zurück. Der Landherr löffelte etwas Rahm ab, um zu probieren. Zufrieden ließ er die Milch in den Schatten bringen und rief aus, mehr! Sofort, Herr, sagte deine Mutter, und wir rannten raus. Wie sollen wir mehr bekommen? Fragte ich. Die Kühe sind ausgewolken. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Die Kühe sind leer gemolken. Deine Mutter sagte, ich solle nicht dumm sein. Sie führte mich um die Scheune zu den Eimern im Schatten. Wir bringen sie ihm erneut und sagen, sie wären frisch. Und so brachten wir ihm die gleiche Milch nochmal. Wieder war er zufrieden und wieder wollte er mehr. Und wieder gingen wir um die Scheune. Bald hatte er 10 Eimer nach seiner Zählung. So gab er uns sein Einverständnis. Wir rannten in den Stall, stahlen ein Pferd und blickten nie zurück. Nicht viel später wurdest du geboren.
Ein Kind so rosig, wie ein Vater es sich nur wünschen kann. Wir nannten dich nach der Kuh. Da fällt mir ein, der Ring deiner Mutter. Sie wollte, dass du ihn bekommst. Hier. Na. Können wir nicht machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Behalte du ihn, um dich an Mutter zu erinnern. Oh, Liebes. Ich hinterlasse ihn dir, wenn die Zeit gekommen ist. Ich muss los, Vater. Pass auf dich auf. Es ist immer schön, dich zu sehen, Rose. Komm bald wieder. Den Ring, den hätte ich nicht nehmen können. Da haben wir zwei Pünktchen. Ah, oh, hier hätten wir nochmal mehr Gesundheit. Wie komme ich da hin? Muss nicht daher. Leichter Bogenkombo, mehrere Schüsse in Folge. Da hätten wir auch nochmal mehr Gesundheit. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie den Überblick verloren. Genau, das wollte ich hier erst. So. Ja! Moment ist voll, sehr gut. Na los, Wolf, lauf. Ja, ich weiß doch, wo der ist. Für jeden. Gedrick. Eivor, hast du Edwin ein paar harte Treffer zugefügt? Ja, sie wird bald merken, wie schmerzhaft sie waren. Richtig. Meine Männer können den Angriff kaum erwarten. Aber es wäre dumm, ihn zu überstürzen. Wieso das? Weil Edwin noch über zu viele Fallen und Verteidigungsanlagen verfügt. Ihre Rotten würden uns zu einem blutigen Brei schießen, bevor sie kochendes Öl wie einen Sommerregen auf uns herabprasseln lassen. Halte die Männer bereit. Ich schleiche mich allein hinein und versuche, die Verteidigung zu schwächen. Bei allem, was heilig ist, du bist wahrlich tollkühn. Und Ölkesseln sabotieren oder zerstören. Ja. Puh. Okay. Wie mal Füchse hier. Überblicke das Land, Freundin. Am besten gehen wir hier beiseite aus rein. Wird uneinnehmbar. Dorthin wird sich Edwin zurückziehen. Wo ist das jetzt? Ja, da auch da. Na gut. Dann wollen wir mal schauen.
Gut, ich bin drin. Ja. Drin bist du. Scheiße. Ich bring dich um. Die Roten verschießen große Pfeile. Ich muss sie ausschalten. Oh Mann! Nein! Aus! Aus! Los, komm, geh da hoch! Hey.
Ich könnte die Kessel manipulieren. Stirb selber. So. Treffe ich von hier nicht. Heieieiei. Es gibt noch mehr zu tun, doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt liegt es an Gedrick, seine Männer zu führen. Also raus hier oder was? Wie so, was sollen wir das sagen? Weil irgendwo muss ich das, wo ist denn das noch ein Fahrrad sagen? Hä? Wo ist er? Irgendwo da hinten, okay. Da hinten. Eieiei. Mal schauen. Bleib weg! Treffer. Wo war der jetzt? Los, sehen. Lass uns mal schauen, ob wir da dran kommen, ohne. Von den Seiten, strengt euch an! Mann! Ausgleich! Spürst du meinen Atem im Nacken? Halten wir die Augen. Steh mir bei, Herr! So. Scheinbar gibt's aber immer noch. Sühnen, leite mich. Der Herr wird uns in diesem
Okay. Gottes Urteil entkommst du nicht! Geh doch herum! Nee, lass mal. Ui. So. Gut, Freunde, das war's dann für heute. Wir werden dann beim nächsten Mal den Angriff machen. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Das könnte interessant werden. Schauen wir mal. Ui. Ach, ey, war dein Ernst? Danke. Also, beim nächsten Mal. Ich sage, wir warten. Es hängt einfach zu viel davon ab. Ich bin Jarl Sigurd, Herr von Ostmercia. Und ich sage, wir kämpfen. Jetzt. Du bist ein guter Mann, Sigurd. Und ich danke dir für alles, was du getan hast. Doch ohne Eivor fangen wir nicht an. Wir warten. Das könnte interessant werden. Aber das alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich sage erstmal bis dann und ciao.